besuchen. Der Jockey-Schweizermeister oder Jockey-Schweizermeisterin. Es klingt natürlich gut, wenn es da oben auf Englisch steht. Swiss Chocolate Master wird man dann quasi sein. Und der Gewinner oder Gewinnerin darf im Herbst auf Paris als World Chocolate Master. Ich wünsche euch von der Jury, ich glaube von allen zusammen, von meiner Seite viel, viel Erfolg, gutes Gelingen und hoffe eigentlich, dass niemandem etwas kaputt geht von diesen Arbeiten. Hast du deine Mitkonkurrenten schon ein bisschen anschauen, harte Konkurrenz, oder weißt du noch gar nicht so viel, wer da ist? Oh, die habe ich schon ein bisschen beobachtet. Du hast gesagt, hier ist das Niveau hoch. Wenn du so schaust, also kann man sagen, die haben alle sich etwas überlegt und die haben alle jeden Handgriff, der sitzt. Auf alle Fälle, die haben sich viel überlegt und die sind auf, genau auf dem richtigen Weg, dort wo wir hin wollen. Wir sind ja eine Schokolanation und das können wir auch zeigen. Und das können wir zeigen, wenn wir nachher dort gute Resultate machen. Et la troisième place reçoit geht à Pascal Inauen. Applaus.
Und der zweite Platz geht an Deuxième Place. Pilar Ricciardi! Und der Swiss Chocolate Master 2011 geht an... Claudia Schmitz, Swiss Chocolate Master 2011. Wow, da ist sie. Mit Tränen in den Augen, Felicitation. Swiss Chocolate Master 2011, Claudia Schmitz de Zurich. Herzliche Gratulation. Wunderbar. Siegerpose. Tränen in den Augen. Alles, was braucht, nochmal zusammenstehen, die drei Gewinner. Also, machen wir nochmal Fotos und kommen die Fotos.